Es wird mal wieder Zeit, ein Video auf Deutsch zu machen. Da habe ich mir gedacht, wird sicher viel interessieren, was hier los ist, was Raubtiere angeht. Und hier gibt es Sachen, die glaubt eigentlich sonst keiner. Wir haben jetzt ein Problem hier an der im Auwald bei der Drau, dass ein Puma gesichtet wurde. Ein Jäger war auf dem Hochsitz und hat dann mit der Wärmebildkamera einen Puma aufgenommen. Und die Großkatze soll sogar 5 Meter weit gesprungen sein. Und nach den Pfotenabdrücken soll es ein Tier mit einem Gewicht von etwa 50 Kilo sein. 50 Kilo ist eigentlich für ein Männchen wenig, für ein Weibchen aber ziemlich viel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein trächtiges Weibchen hätten, das wird vielleicht sogar noch Junge bekommen, dann haben wir mehr Pumas im Wald als nur eines. Aber vor etwa 5 Jahren gab es die gleiche Geschichte, da wurde auch ein Puma gesichtet. Und das kommt hier so ziemlich oft vor. Dieses Puma ist an der Grenze zu Ungarn und da gibt es einen super Auwald, der ist oben, der geht oben hoch an dem Fluss Mur entlang bis zur slowenischen Grenze. Es kann sein, dass das Tier einfach freigelassen wurde oder ist dann irgendwo ausgebüxt. Das war früher hier in den 90er Jahren normal, dass irgendwo welche Dorfbosse oder Kriminelle sich Löwen, Tiger oder ähnliches halten. Vielleicht ist es in Ungarn auch möglich. Und wenn man dann halt nicht, das Tier nicht mehr füttern kann, keinen Bock mehr drauf hat, wird es halt dann freigelassen. Auch überleben die Tiere ziemlich leicht hier, weil es viel Futter gibt. Dieses Jahr, glaube ich, wurde auch ein Serval eingefangen. Das ist auch eine Großkatze, aber nicht größer als ein Luchs. Der hat sogar einen ganzen Winter hier überlebt. Also er hat genug Futter gefunden. Und jetzt stellt sich da die Frage, das Tier, war das in der Gefangenschaft, vielleicht wurde es vielleicht misshandelt, ist auf Menschen geprägt. Und wie verhält es sich zum Beispiel, wenn es jetzt auf Menschen trifft? Aber bis jetzt gab es keine Probleme mit dem Puma. Und auch in den USA, wo das Puma ja heimisch ist, werden sehr wenig Leute angegriffen. Daher stellt es fast keine Gefahr dar, aber es ist schon interessant, dass hier ein Puma durch die Wälder streift. Dann gibt es noch eine Geschichte, wo etwa 20 Kilometer von dir entfernt im Süden, da ist ein Mann, der hält sich auch Raubtiere. Der hat jetzt einen sibirischen Tiger, ein Männchen und 2 Weibchen. Und dort, wo der die hält, ist ein normaler Maschenzaun, ein Drahtzaun, also nichts Besonderes. Und da bekommt man sich mit der Angst zu tun, dass mal die Viecher ausbüchsen oder aber, dass der Kerl wirklich die freilässt, wenn er keine Futter mehr für die hat, vielleicht in der Postapokalypse, dann vermehren die sich in der Natur. Und bei dem gleichen Besitzer gab es schon 2 Unfälle. Der erste war etwa, ich glaube, 95. Da hatte er noch Tiger und Bären und Löwen und Bären aus den Tigern. Und er hat auch wirklich die Tiere ausgeliehen Leuten. Man konnte sich zum Beispiel einen kleinen Tiger ausleihen, um ihn dann zu Hause zu füttern. Und er ist auch in Diskotheken rein für Geld, damit die Leute dann einen richtigen Tiger zu Gesicht bekommen. Und die haben dann einen Käfig erweitert und ein einheimischer Bauarbeiter, also ein Maurer, hat sich an den Käfig vom Bären gelehnt. Und anscheinend waren dann die Lücken so groß, dass der Bär seinen Arm gepackt hat. Der hat ihm den ganzen Arm ausgerissen und ihm den Arm gefressen. Das war dann auch in den Zeitungen, in den Medien. Aber da ist nichts draus geworden. Und der Kerl hat auch nichts draus gelernt. Denn jetzt, nach etwa 20 Jahren, soll sich der gleiche Bauarbeiter wieder an den Zaun gelehnt haben. Und ein Bär soll ihn wieder einen anderen Arm ausgerissen haben, weil er wollte besoffen den Leuten zeigen, wie es damals war.
Nun ja, Sachen gibt's. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Katze, eine große Katze, Raubkatze im Wald ist, dann und die würde, mal angenommen, Menschen jagen, das hat überhaupt keine Chance. Weil die springt einen an und dann bist du vor Angst, bist du starr, die beißt dir dann das Genick durch und dann bist du schon tot. Da gibt es nur vielleicht eine Chance, und das wäre ein Hund, der dich dann vielleicht warnt, wenn er dann die Katze riecht. Und dass du dann vielleicht eine Saufeder bei sich hast. Also ein Speer, weil ein Messer und so, das ist nichts. Also mit einem Speer kannst du noch auf Distanz dich gegen das Tier erwehren. Und natürlich wäre toll, wenn wer jetzt zelten geht, eine Pistole im Rucksack. Wer jetzt sagt, die Tiere würden keine Menschen angreifen, das stimmt nicht. Weil das war 2005, glaube ich, im Nationalpark Plitvice Jezera. Da war ich im anderen Nationalpark Papaglenica tätig als Sachbearbeiter und ein Kollege ist verschwunden bei Plitvice Jezera. Und der wurde erst nach einer Woche aufgefunden. Der ist eigentlich in den Wald gegangen, also im Nationalpark, und wollte sich abgeworfenes Geweih sich aufsammeln. Und der kam nicht wieder. Und den haben wir dann aufgefunden und den hat eine Bärin getötet. Die hat zuerst seine Eingeweide gefressen und hat dann unter den Kollegen unter Laub verscharrt, damit sie später was zu essen hat. Also so einfach ist es nicht. Ich gehe in den Wald und ein Tier tut mir nichts. Es gab auch eine Menge Zwischenfälle jetzt mit den ganzen Migranten auf der Balkanroute. Da wurden auch welche angefressen vorgefunden. Also Menschen. Leichen, die dann von Wölfen gefressen wurden oder von Bären. Es gab auch jetzt einen Zwischenfall vor einem Jahr, glaube ich, in Bosnien. Da fiel ein Bär einen Mann an, also einen Hirten, und der hatte zum Glück einen Hund bei sich und einen Beil. Und der Mann wurde zwar auch schwer verletzt, aber er hat es geschafft, dem Bär den Kopf abzuhacken. Also konnte sich dann erwehren. Wo wir stehen geblieben. Und die Sache ist nicht so lustig, weil ich weiß von vielen Leuten, die Raubtiere zu Hause hatten. Zum Beispiel 30 Kilometer entfernt bei Czakowitz hat ein Kerl einen Wolfsrudel zu Hause gehabt. Also 7 Wölfe. Ein Privatzoo im Dorf. Und also der eine hat dann in einer entgegengesetzten Richtung 30 sibirische Tiger. Aber es gibt auch viele Tiere, von denen weiß man nicht. Und die werden dann oft auch freigelassen von den Besitzern. Die haben keinen Bock mehr auf die oder können kein Futter mehr auftreiben. Ich weiß es nicht. Aber es geschieht nicht nur bei uns hier in Kroatien. Es geschieht sicher auch in Ungarn, in Österreich. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Drogenbosse bei Kosovo oder irgendwo in Bosnien, dass die sich irgendwo so Viecher besorgen. Ein Clan legt den anderen um und die Tiere entfliehen. Und dann kommen die halt sogar bis hierher. Die gehen immer dem Futter nach. Und als ich dann in Paklenica war, im Nationalpark Paklenica, das ist dann am Meer, da hatten wir auch einen Zwischenfall, da ist ein Hirsch im Meer ersoffen. Und nachher haben wir mitbekommen, ein Wolfsrudel hat einen Hirsch gejagt. Der Hirsch kam ins Dorf, wusste nicht wohin und ist dann in der Flucht ins Meer gesprungen, ist er dort ersoffen. Also das Wolfsrudel kam nachts in die Kleinstadt. Auch wurde ein Luchs gefangen. Der Luchs ist nachts in Fischreuse aus Drahtgeflecht rein. Hat ihn wohl gerochen nach Fisch. Und da konnte er auch nicht mehr raus. Und dann wurde er halt gefangen und wieder lebendig freigelassen. Fuchsreuse. Ach ja, sagen wollte, ich habe ja auch vor 3 Monaten haben hier bei mir Schakale mir die ganzen Schafe gekillt. Also die haben die Schafe verfolgt, die Schafe sind aufs Wasser, oben war noch Eis und dann durchgebrochen und alle abgesoffen. Und 2 Schafe konnte ich noch rausholen, das dritte ist aber zu tief gesunken, das Wasser war kalt und erst nach etwa 6 Wochen kam das Schaf hoch, es wurde aufgebläht. Und genau an dem Tag, die Schakale haben es wohl
irgendwie gespürt, dass das Schaf auf die Oberfläche kommt. Und die sind um 3 Uhr nachmittags, wir haben hier sogar gar gefilmt von der Hauptstraße. Also die sind um 3 Uhr nachmittags am helllichten Tage und hier war sogar ein Fußballspiel, also es gab hier Lärm. Sind die dann zu mir, wollten die zu mir kommen übers Feld und wir haben hier noch gefilmt. Als sie im Auto standen, das waren vielleicht 150 Meter weit weg und es waren 12 Schakale, haben die das bemerkt und dann wieder abgehauen, woher die auch kamen. Also wenn jetzt die Weibchen von diesen Schakalen Junge bekommen, dann wird es viel, viel mehr geben als nur 12. Und nachts habe ich die auch von dem Haus gehört. Also ein Warnruf von einem Schakal, der aufgepasst hat. Er hat Schmiere gestanden und die anderen haben wohl versucht, an die Hühner ranzukommen. Also so lustig ist das dann hier nicht. Und wenn man jetzt so bedenkt, wenn man Hühner hat und viele Stadtmenschen denken sich, ach, ich gehe ins Dorf, da werde ich alles zu essen haben, meine eigenen Eier, meine eigenen Hühner. Wenn dann Raubzeug kommt, dann ist oft alles morgens weg, also über Nacht ist das weg oder zerfleischt. Und was gibt es da alles? Also es gibt dann den Steinmarder, den Fuchs, den Iltis, den Wiesel und die töten nicht so viel, wie viele essen können, wie oft manche New Ager denken und glauben oder irgendwelche Pazifisten oder Vegetarier. Und wenn jetzt ein Iltis oder ein Steinmarder in den Hühnerstall kommt oder ein Wiesel, die killen alles, die bringen alles um. Und dann tut der Iltis alles auf den Haufen bringen und dann schläft er oben noch auf, noch ein. Beim Habicht ist es genauso. Wenn er jetzt irgendwo reinkommt und die Hühner können nicht entfliehen, der killt alle, bis auf den letzten, durch den Jagdtrieb. Er ist so aufgeregt, er kann nicht anders. Ist halt Natur. Oder aber die Zigeuner kommen, da klauen die auch alles weg. Und ist halt auch eine Art von Raubzeug. Da gibt es im Zigeuner-Kochbuch ein Rezept, wie brate ich mir mein Hühnchen. Erstens heißt es, klau ihm das Huhn. Zweitens heißt es, hau ab und lass dich nicht erwischen. Und da ist jetzt, ist dann die große Rolle, wenn man jetzt auch hier auf dem Dorf ist, bei der Schädlingsbekämpfung. Man muss einfach alles verteidigen, sonst ist alles bald weg. Sonst hast du gar nichts mehr. Und wenn jetzt die Viecher keine Furcht haben, also wenn du keine Schusswaffen hast, ey, dann geht es dir an den Kragen. Früher war es ja auch, ich weiß, der letzte Mensch, der hier im Dorf umgebracht wurde, der wurde von Wölfen zerrissen, ich glaube nach 45 im Winter. Der ist hier vom Zug zu Fuß nachts nach Hause und kam nie heim. Man hat nur seine Stiefel gefunden. Es gibt auch Geschichten, wo Musiker nachts von der Hochzeit nach Hause gingen und die sind dann von einem Wolfsrudel auf einen Baum geflüchtet. Einer soll dann seine Trompete gespielt haben, da haben die Wölfe Angst bekommen und abgehauen. Und wie jetzt so ein Vieh erlegen. Da gibt es eine Geschichte auch, ein Kumpel von mir, der hat einen Wolfsrudel gehabt und dem ist im Dorf ein Wolf dann aus dem Käfig abgehauen. Also im Dorf darf man nicht schießen und er wollte es auch vertuschen. Hat einen jemanden geholt, der ging irgendwie ich auf Ritterfestspiele und der wollte seine Waffen testen. Wie dann der Zaun war, also in der Ecke, da war der Wolf dort und konnte nicht weg. War so halbzahm. Und da hat der Kerl auf ihn mit Pfeil und Bogen, also so einen traditionellen Holzbogen, und der Pfeil war mit der Knochenspitze, hat dann auf den Wolf geschossen. Er wollte einen Herztreffer treffen, bekommen, also unter dem Vorderbein. Und wo er den Wolf getroffen hat, ist der Pfeil mit Knochenspitze von den Rippen abgeprallt. Dann war der Wolf aber fuchsteufelsböse. Und griff ihn an. Der Kumpel hatte einen Speer bei sich, auch selber gemacht, und versuchte ihn dann in die Brust zu treffen. Aber irgendwie, wo er zugestoßen hat, ist der Wolf wohl gesprungen, keine Ahnung,
aber der hat ihn in den Rachen getroffen und auf dem Hinterbein ist dann der Speer rausgekommen, weil er hatte nicht so ein Zwischending, also so ein Kreuz, damit es nicht weitergeht wie bei der Saufeder. Und er hat zu mir gemeint, der ist einfach durchgerutscht, der Wolf durch den Speer. Der Speer war aus Esche. Und weil das Blut ist ja auch glitschig. Und was wollte er dann machen? Also die Speerspitze war auf, ging raus vom Hinterbein vom Wolf, weil dann, der hat dann den Speer in den Boden gerammt, also so, senkrecht. Und, damit er, und der Wolf hat fast den Eschestab vom Speer durchgebissen. Aber davor hat er noch eine Franziska, also so ein Streitbeil, in den Kopf bekommen, das war dann der Gnadenstoß. Dann war der Wolf tot. Also einfach ist es nicht mit den wilden Tieren, vor allem wenn die jetzt keine Angst vor Menschen haben. Und man muss ja auch wissen, der Wolf ist dem Wolf der größte Feind. Die Schwächsten im Wolfsrudel, die werden alle gefressen. Wenn jetzt eine Wölfin zum Beispiel paarungsbereit ist, die kann sich auch mit einem Hund paaren. Und da geht die, auch wenn es nicht zu essen gibt, wenn die nicht zu fressen haben, geht die zum Dorf und lockt dann die Hunde an. Die lockt die Hunde zum Waldesrand, wo dann der restliche Rudel die Hunde dann auffrisst. Ist halt so. Und ich hatte mal einen Kumpel im Knast, also im KZ Leppoglauer, der bekam 8 Jahre Gefängnis, weil sein Wolf, also seine Wölfin, einen Menschen umgebracht hat. Das war, ich glaube, der letzte tote Mensch von einem Wolf in Europa. Das war 95, um den Dreh rum. 95, 94. Der Mann, der war eigentlich früher in Frankreich, war von De Gaulle auch ein Bodyguard. Und später hat er deutsche Schäferhunde gezüchtet in Zagreb und hat dann eine kleine Wölfin aus Ungarn bekommen. Die Wölfin in Ungarn, weil dort Puster ist, die haben dann ein gelblicheres Fell. Und er hat die dann zu Hause gehalten, zusammen mit dann deutschen Schäferhunden. Und er hat gemeint, eines Tages, wo die Wölfin dann größer wurde, kam er, wo die Zinger sind, und plötzlich war der Leithund weg. Und er hat vom Leithund nur das Gebiss vorgefunden. Und er hat gemeint, die Wölfin hätte die Leithündin umgebracht und hätte die anderen Hunde gezwungen, sie zu fressen. Damit die dann bezeugen, dass sie dann die halt annehmen als Alpha-Weibchen. Und seitdem, und es gab auch ein Problem bei der Wölfin, er musste immer den Chef spielen. Er durfte nie ihr irgendwas lassen, dass die irgendwie dominiert, dann hätte sie gedacht, sie wäre die Chefin wirklich vom Rudel. Und er hat auch immer ein Kampfmesser bei sich gehabt, weil er nie wusste, wie der Wolf reagieren würde. Und eines Abends, er hat dem Wolf einen Maulkorb draufgetan, ist er dann durch Zagreb, also durch die Stadt, und er wurde dann von irgendeinem Säufer angefallen, wieso er so streng zum Hund ist. Und die Wölfin ist dann durchgedreht, hat den Säufer zu Boden geschmissen und hat ihn mit den Krallen des Gesichts abgezogen. Auf der Pathologie haben die gemeint, die hätten sowas nie gesehen. Die hat wirklich mit den Krallen, weil der Wolf, der benutzt auch seine Krallen als Waffen. Der hat dem wirklich von oben nach unten das ganze Gesicht vom Schädel weggetrennt. Und natürlich war er tot. Und hat auch mein Kumpel gemeint, die Wölfe, die greifen auch anders an. Die beißen dich nicht, sondern die springen dich mit dem ganzen Gewicht an, und damit du zu Boden fällst. Und dann wirst du erst angegriffen. Hat auch die ganze Taktik studiert und da haben wir oft im Knast beim Freigang über diese Ressort von Raubtieren gesprochen. War ziemlich interessant und der Kerl war wirklich ein prima Kumpel. Und was wäre noch gut zu sagen? Ach ja, wo Wölfe sind, gibt es keine Schakale, ist auch gut. Und einmal, wie auch oft früher, wo es noch legal war, bin ich in den Wald und wollte mir einen kleinen Habicht aus dem Nest holen. Und Habichte haben Nester auf
auf Tann. Oder und das war vielleicht so wie jetzt, 6. Monat, weil dann im 7. werden die, im 6. 7. werden die, wenn die von den aus Nestern geholt, bin ich dann durch so einen Tannenwald. Aber unten waren Brennnesseln. Das war so ein Waldesrand. Die Brennnesseln waren über meinen Kopf hoch. Und da war auch unten war auch Unterholz. Ich habe nichts gesehen, bin einfach nur blind da durchgelaufen und habe hochgeguckt, ob ich da oben vielleicht ein Nest sehe oder irgendwo Scheiße von Vögeln, wo die dann hinmachen, also Weißes. Und plötzlich drehte ich auf etwas. Das Etwas war glitschig. Das Etwas hat mich weggeschmissen, also hat mich hochgehoben. Ich wurde weggeschleudert und ist dann abgehauen. Ist dann durch die Brennnessel durch und ich habe gar nicht gesehen, was es war. Ein Reh war es bestimmt nicht. Ein Reh ist zu schwach, vielleicht war es ein Wildschwein. Aber wäre es vielleicht eine Sau gewesen mit Jungen, ey, dann hätte ich vielleicht was abbekommen. Aber so, also die Tiere, die wollen nicht gesehen werden. Und wenn man dann zu nahe kommt, dann hauen die auch ab. Das würde sicher vielleicht auch ein Puma tun. Aber lieber Glück haben, als irgendwie jetzt zum Beispiel versuchen, Frischlinge von der Sau irgendwie zu fangen. Und dann wird man auch angegriffen. Es gibt auch Fälle, wo Leute im Wald auf der Straße einen Fuchs sehen, also Stadtleute, und die wollen ihn alle streicheln. Und, aber der Fuchs ist tollwütig. Was auch ein Problem ist, sind auf Menschen geprägte Rehböcke und Hirsche. Weil wenn der Hirsch geschlechtsreif ist, der tut auch Menschen angreifen. Da ist auch ein Rehbock viel gefährlicher, weil das Geweih von einem Rehbock ist viel spitzer, viel kleiner. Da gab es auch einen Vorfall hier. Ein Kumpel von mir hat einen Rehbock aufgepäppelt, der ist Automechaniker. Und er ist dann irgendwo zum Weinberg hoch Wein holen. Und da drei Zigeuner sind über den Zaun und wollten ihnen dann die Teile von den Autos klauen. Die lagen da auf dem Hof rum. Die wussten aber nicht, dass er zu Hause einen Rehbock hat. Und der Rehbock, der war voller, wie soll ich sagen, der war paarungsbereit, der war aggressiv. Und der hat die angegriffen, der hat die aufgeschlitzt, die werden fast alle verblutet. Also ein Rehbock von 20 Kilo ist also auch ziemlich gefährlich. Und wenn jetzt so ein Tier bei so einem Menschen ist, da hat es auch Verhaltensstörungen. Weil es entweder auf Menschen geprägt wurde, es hat keine Angst vor Menschen, oder wie gesagt, es wurde von Menschen misshandelt, schlecht behandelt. Es ist auch ziemlich gefährlich, so ein Tier zu treffen, weil man weiß ja nie, wie es sich verhält. Und in Amerika haben die auch sehr wenig Probleme mit Pumas, obwohl das Puma dort einheimisch ist. Es gab dann auch zum Beispiel, eine Bekannte von mir hat ein Jaguarweibchen in Zagreb gehalten. Also in der Wohnung ein Jaguarweibchen. Und das war auch schon ziemlich schockierend, wenn man dann jemanden sieht, der tut einen Jaguar durch den Park führen. Und die hat auch gemeint, wo die paarungsbereit war, dann war ihr Freund Nummer 1 im Haus. Die hat sich dann, hat ihn angemacht, das Weibchen. Hat immer auch die Frau Angst gehabt, das Jaguar-Weibchen könnte die vielleicht anfallen, wegen der Konkurrenz. Was auch oft der Fall ist bei zum Beispiel Steinadler-Weibchen. Wenn jetzt Falkner einen Steinadler aufpäppeln, das ist ein Weibchen, weil Weibchen sind ja größer als die Männchen, die werden dann bevorzugt benutzt für die Jagd auf Hase oder Fuchs oder sogar Reh. Dann, wenn es geschlechtsreif ist, dann ist dann der Falkner für die ihr Männchen. Und die Frau vom Falkner ist dann jemand, der stört. Muss man aufpassen, dass jetzt die eigene Frau nicht gekillt wird vom Balzadler. Und so einen Kerl gibt es in Zagreb auch, den kenne ich, der tut die auch züchten, die Steinadler. Und da gab es auch oft Zwischenfälle, wo er den Adler dann fliegen ließ. Und er ist dann nicht ins Feld, der ist einfach in den Park rein und hat sich den ersten Hund geschnappt. Das ist auch ein bisschen problematisch, weil man muss den Hund zahlen und es gibt auch einen ziemlichen Ärger, wenn der Steinadler jemanden den Dackel zerfleischt.
Also, ich hoffe, ihr glaubt nicht, ich hätte euch einen Bären aufgebunden. Und wenn ihr wissen wollt, wie halt hier die Gegend aussieht, wo das Puma sich jetzt auffällt, werde ich jetzt unten noch unseren Film, die drei überleben, posten. Da seht ihr, was das für eine Natur ist und dass da wirklich ein Puma überleben kann, wenn nicht noch mehr. Und wer es auch wirklich nicht glaubt, der kann im Urlaub mal herkommen und der kann sich von den Moskitos hier fressen lassen. Ist auch ziemlich lustig. Und dann können wir uns die Moskitos aufteilen, weil nicht nur ich will von denen gestochen werden.